Hallo zu unserem neuen Vlog. In dieser Woche etwas kürzer und ihr könnt euch denken, der Fokus liegt diesmal auf dem Sommer am See. In den letzten Tagen fanden viele tolle Veranstaltungen statt und es warten noch einige weitere auf euch. Im Rahmen des Sommers am See fand eine Impfaktion des Wetteraukreises statt. Es freut mich sehr, dass insgesamt 120 Leute die Chance genutzt haben, um sich am See impfen zu lassen. An dieser Stelle danke an das Impfteam für den Besuch. Wir hatten schon in der vergangenen Woche über die Konzerte auf der Vielfaltbühne unter der Woche berichtet. Die Konzerte werden vom Verein Treffpunkt See mit Unterstützung der Gemeinde und einer Förderung von Bund der Leben realisiert. Am Mittwoch war die Band Plus Taxi zu Gast und begeisterte die Zuschauer in der fast vollbesetzten Arena. Die Musiker zeigten, wie vielfältig Blues sein kann. Auch am Donnerstag bei der Band Rats and Roaches war die Arena gut gefüllt und die Besucher konnten einen tollen Abend erleben. Am Freitag war die Arena komplett ausverkauft. Zu Gast war Comedian Martin Schneider, der für einen Lacher nach dem anderen sorgte. Nach dem Auftritt hat sich Martin in das Goldene Buch der Gemeinde eingetragen. Am Samstag war die Arena auch gut gefüllt. Mit Bernd Stelder konnten wir einen weiteren bekannten Comedian für das Programm gewinnen. Die Zuschauer konnten sich auf eine abwechslungsreiche Mischung aus Comedian, Musik und ernsten Themen freuen. Nach mehreren Zugaben hat sich auch Stelder in das Goldene Buch der Gemeinde eingetragen. Am Sonntag stand After Hour Eierbacke mit einem Podzert auf der Bühne. Der erste Teil bestand aus einem Podcast und der zweite aus Live-Musik. Die Stimmung war sensationell und trotzdem haben sich alle an die Regeln gehalten, sind auf ihren Plätzen geblieben und haben Abstand gehalten. Aber schaut selbst. Gute zum Tourfinale, besser gesagt Gemäue, hier in Wörwers und am See zum Frühschoppe. Ausverkauftes Haus, viel Spaß im Aftermovie. Zack! Am Montag ging es mit den kostenlosen Konzerten auf der Vielfaltbühne weiter. Trotz Regen besuchten mehr als 120 Leute das Konzert der Marvin Doffler Big Band, die mit einer tollen musikalischen Mischung überzeugte. Gestern gab es New Orleans Jazz. Die Zuschauer der New Orleans Joymakers Frankfurt hatten auch bei schlechtem Wetter ihren Spaß. Heute geht es weiter mit den kostenlosen Konzerten und der Band X-Tenderness und morgen spielen die Rusty Shoulders. Aber auch abseits des Sommers am See laufen aktuell einige Projekte weiter. Die Mitglieder des Gemeindevorstandes haben sich vor ihrer letzten Sitzung von der möglichen Sandabbaufläche in Södel überzeugt und sich zum aktuellen Stand des Projektes ausgetauscht. Da das Projekt einen Schwerlastverkehr im Ort und auf den von Radfahrern und Spaziergängern genutzten Feldwegen verursacht, wird es sehr kritisch gesehen. Mehr dazu erfahrt ihr in einem Bericht auf unserer Homepage, der in den nächsten Tagen online geht. In der anschließenden Sitzung wurde übrigens beschlossen, dass unsere Gemeinde eine Klimakommune werden soll. Was das im Detail bedeutet, werden wir in den nächsten Wochen berichten. Und das war's für diese Woche. Besucht uns beim Sommer am See, vergesst wie immer den Daumen nach oben nicht, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um über neue Videos informiert zu werden. Tschüss, macht's gut! Setz die Seeantenne und fahr mich Richtung Nord. Ich will Horizonte sehen, ich wär fast schwermütig geworden. Ich will Wellen und Wind, weil wir freiwillig Kinder sind. Von mir aus sieht die Welt ganz anders aus. Setz Kapitän, fahr mich ins Paradies. Dabei weiß jeder Kapitän, kein Kapitän weiß, wo das ist. Aber das Schiff fliegt auf dem Wasser, und das Wasser, das ist.